Und was, ich begrüße euch einfach. Du begrüßt und ich plappere dann rein und stelle eine Frage. Gut, dass wir das gleich spontan machen werden. Eine Absprache, es ist immer hervorragend. Okay. Mein Kuli ist runtergefallen. Ich komme von der Schause. Dann werde ich begrüßen, nein, mein Kuli ist runtergefallen. Herzlich willkommen. Ohne aufzuschreiben kann nein, ich nein, das. Nein, 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 nein. Hallo zurück zum Sovi-Stammtisch. Nee, ich habe ihn. Ich habe ihn. Unter Tisch. Er hat seinen Kuli wiedergefunden. Alles in Ordnung. Und Leute, das ist soll es auch, wieder die, alles in Ordnung. Das soll auch das Thema dieser, unseres Treffens sein. Was war mit diesem Kuli los? Ja, nee, ich wollte eine Frage stellen. Ja. Wir haben ja, der Dominik und ich, wir haben ja festgestellt, dass du trotz Unvorbereitung auf eine sehr bemerkenswerte Weise. Trotz unterstellter Unvorbereitung. Trotz unterstellter Unvorbereitung. Auf eine sehr bemerkenswerte Weise sehr zielführende Interviews führen, also Interviews, Gespräche sehr zielführend führen kannst. Und ich habe mir überlegt, ist es deiner also ist das ein Vorteil von Systemtheorie, dass du quasi einen bestimmten Blick auf alles anwenden kannst? Und deshalb, du, weil das habe ich schon bei mehreren Gästen gemerkt, dass du, also dass meine Zettel dann irgendwann zur Neige gingen, aber du dann doch sehr interessante Gespräche noch fortgeführt hast, obwohl du von dem Thema keine Ahnung hast, also unterstelle ich mal, ja, dass du nicht von allen Themen Ahnung hast, dass die Systemtheorie die beste Theorie ist für einen Moderator? Also ich weiß nicht, ob das nicht jeder, einfach jede umfassende Theorie ist, die einem ermöglicht, schnell Sachen in einen Kontext zu stellen, schnell einzuordnen. Aber ich möchte auch, glaube ich, ungern über mich sprechen, weil ich selber finde das Thema unheimlich uninteressant. Und ich wollte noch gerne... Du findest dich uninteressant, aber nicht das Thema heute, weil da hätte ich protestiert. Ja, denn okay. Das... denn, ja, dann stimme ich mit dir überein. Was ich, also, denn wir haben wieder Dominik bei uns sitzen. Hallo. Unseren Simmel-Experten. und was, ich würde gern über diese, also ich würde gern nochmal über diese, über diese interessante Georg Simmel, Philosophie des Geldes, 1900. Genau. Dass wir den Kontext hier hin. René wird das wahrscheinlich alles auch unter das Video geschrieben haben. Ja, aber manche laden sich das so auf ihren. Ach ja, stimmt. Ja, ich bin ja so ein YouTube-Mensch. Ne? Ich bin ja, ja, die joggen und plötzlich, Georg Simmel, was, wann hat denn der gelebt? Was ist denn jetzt los? Und schon sind die überfordert. Das ist wichtig für das Verständnis von Argumenten, wann jemand gelebt hat. Ja, finde ich schon. Echt? Ja, habe ich ja auch. Schon. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ja, okay. Wie gesagt, Systemtheorie. Ja, aber weil es gab ja diese interessante Wende bei dem Geld, diese umfassende Objektivierung, die damit vorgenommen wird. Und weil, ja, weil du sagtest, ich glaube, René, du sagtest mal vor ein paar Wochen, dass durch diese, dass die Menschen, denn alle halt also diesen inhärenten Wert, der den unter Ständebedingungen noch zugeschrieben wird, dass sie dem entkleidet werden und jetzt irgendwie alle gleich viel wert sind. Aber das ist ja, also wenn wir sagen, dass alle Menschen gleich viel wert ist, da steckt doch auch was drin, und zwar auch die Objektivierung der Person. Also, dass man sich selbst zum Gegenstand seiner eigenen Kalkulation macht. Und dann sind wir in diesen Lebensstilen drin, die so, ja, wo man anfängt, halt so, man hat dann diese Smartwatches und diese ganzen Pulsmesser und so weiter, die immer mit dem Smartphone kommunizieren und alle möglichen Biodaten dann aufzeichnen, dass man immer über die Funktionen seines Körpers informiert ist, die dann halt optimieren kann. Also, dass man sich selbst zum Objekt seiner Kalkulation macht. Also die Kalkulation, die Herrschaft über das Subjektive der eigenen Person gewinnt.
Ja. Und die Kalkulation, die kommt ja immer von außen, ne? Das ist ja, die Kalkulation ist ja das Richten, wenn man so will, ist ja das Richten nach äußeren Maßstäben. Ja, wichtig ist in Bezug auf Simmel erstmal zu erwähnen, dass das nicht immer so war. Also, dass das ein Trend ist, dass wir alles Ja. berechnen wollen. Ja, aber steckt das, also das war ja jetzt nur eine Vermutung von mir, dass ich die ich jetzt mal so in den Raum gestellt habe, aber steckt das da drinne? Ich habe vergessen, was du gefragt hast. Halt diese Selbst, also diese Selbstobjektivierung, also das mit der Gleich, also mit der Entkleidung halt von subjektiven Wertunterschieden der Menschen halt, aber diese Wertzuweisung damit dann auch die Selbstobjektivierung einhergeht. Das ist halt so ein Naja, wenn du entsubjektivierst, fällt mir wenig andere Alternative ein als Objektivierung. Ja. Und damit ist das fast schon zwingend, oder? Oder gibt es noch eine andere Alternative zu Subjektivierung? Ja, also folgt das einfach aus Simmels Theorie, also ist das eine Folge innerhalb von Simmels Theorie? Ja. Ja, also wir haben ja in den letzten Folgen darüber geredet, dass wir immer intellektueller werden Hm? und die Intellektualität sich mit dem Geld zusammen als entsubjektivierendes Phänomen um sich greift, und damit hängt mit dem Intellekt und mit dem Geld hängt das Rechnen zusammen. Also Geld ist ja ohne Rechnen schwer denkbar. Also ein in alle Lebensbereiche eingreifendes Geldmedium muss ja zu einem Menschen führen, der auch in allen Lebensbereichen rechnet. Und was ich sehr überraschend fand, also überraschend, also ich wusste es vorher nicht, war, dass Simmel Beispiele dafür nannte, dass das früher halt nicht so war. Tatsächlich auch in dem Text, den mir Dominik hier gegeben hat, warte mal, müsste, ob ich es jetzt finde, da gibt es die Germanen, ja, die aufführt, die haben, also hier geht es darum, dass das Rechnen auch in die Politik hinein geführt wird, bis in die Demokratie hinein. Die Germanen, die haben früher Gemeindebeschlüsse beschlossen, und die waren nur für die Leute verbindlich, die diesen Gemeindebeschlüssen zugestimmt haben. Das heißt, da war eine gewisse qualitative Stufe noch drin, nämlich, dass du dich raushalten konntest als Wesen. So. Und er schreibt dann auch, dass viele Indianerstämme und auch so europäische Regierungen auch nur dann politische Beschlüsse gefasst haben, wenn die einstimmig waren, sonst galten die nicht. Dazu auch eine qualitative Komponente drin, was deutlich wird, wenn man jetzt die Moderne sich anguckt mit den Mehrheitsbeschlüssen. Da zählt die Mehrheit. Ja? Das heißt, da ist jedes qualitative Merkmal weg, dass du als Individuum bestimmen kannst, dich da rauszunehmen, sondern du bist halt so weit Teil, dass du überstimmt wirst und nur ein Strich bist in der Rechnung. Das Ganze ist quasi die Summe, nur die Summe der Teile. Während, wenn du sagst, wir haben eine Regierung, die nur einstimmig beschließen kann, dann ist das Ganze nicht die Summe. Denn nur, dann wird aus der Summe nur dann mehr, wenn alle gezählt werden. Aber wenn du sagst, nur die Mehrheit zählt, dann wird auch aus der Politik quasi eine Quantifizierung. Dann wird ausgerechnet, wer hat die Mehrheit. Und das sieht Simmel auch als ein Wesen der Moderne, dass alles berechnet wird. Was wir beim letzten Mal gar nicht so besprochen haben. Da haben wir nur gesagt, es wird rationaler, objektiver. Aber das finde ich deshalb interessant, weil ja es so scheint, dass wir so anthropologisch gar nicht also dass Mathematik und Zahlen nicht unbedingt in uns drinstecken oder im Leben der Menschen drinstecken müssen. Kennt ihr zufällig das Amazonasvolk der, hoffentlich sage ich es jetzt richtig, Piraha, glaube ich, also werden sie Noch zumindest nie von geschrieben, kennt ihr gehört. das? Nein. Sag mir jetzt gerade nichts, nein. Die kennen keine Zahlen. Die kennen nur ein Wort für eins, und das heißt ungefähr, also steht für kleine Menge. Die haben versucht, den Rechnen über Monate, den einfachste
Rechenschritte beizubringen und das scheiterte. Und die Intelligenz ist bei denen aber normal. Aber es klappt nicht. Und die schließen daraus, dass Sprache durch die Kultur entsteht. Weil anders als im Poststrukturalismus, wo man so davon ausgeht, dass die Sprache die Kultur so formt, ja, und die Kultur dieses Volkes ist jetzt und hier leben. Und die haben keine Schöpfungsreligion, keine Geschichten. Das fand ich auch interessant. Ich dachte immer, Menschen sind auf Geschichten angewiesen, um überhaupt zu leben, um eine gewisse Kultur zu entwickeln. Scheint nicht so zu sein. Die haben keine. Die haben keine Kunst, keine richtigen Namen, keine Nebensätze und damit auch keine Soziologie. Und man überlegt doch, ob die rekursiv denken können, weil die keine Nebensätze haben. Aber die Forscher sagen, dass die Kultur untersagt ihnen solches Denken. Ja, also das fand ich nur deshalb erwähnenswert, weil ich immer davon ausging, dass Zahlenverständnis schon in uns irgendwie drin ist. Und das wird nochmal halt dann deutlich, umso deutlicher, dass das, was wir heute als Moderne erleben, mit der Objektivierung und mit dem Intellekt und mit dem Rechnen, dass alles auf die Minute genau berechnet wird, auf den Cent genau, dass das eine Kulturleistung ist, die nicht in der, sagen wir mal, natürlichen Gegebenheit so drinstecken muss. Also, um Ja. nochmal gegen die Wirtschaftswissenschaften zu wettern, der Markt ist nichts Natürliches. Ja. Aber wie bin ich jetzt, ich bin irgendwie auch abgeschwiffen, denn deine ursprüngliche Frage war, War Thomas? Ja, bezog sich nämlich auf die Selbstobjektivierung. ach schön, dass ich da völlig dran vorbeigeredet habe. Ich gehe mir einen Tee holen. Das kommt davon, das kommt davon, wenn man ein Thema hat und eigentlich nur darauf wartet, dass eine Pause kommt, um einfach nur seinem Thema Ja, vorzustellen. ich habe mich jetzt auch richtig ertappt, wie ich im Politikergestus mich gegeben habe. Schön, dass Sie mir die Frage stellen, aber viel wichtiger ist doch, und Ja, dann rattert man sein. du hattest Glück, dass dein Punkt ebenso interessant war, dass es sich tatsächlich auch gelohnt hat, da vom Thema abzuschweifen. Aber ich muss Nee, sagen, aber. dass ich diesen Stamm erst entdeckt habe infolge von Simmels Erzählung. Insofern passt es schon irgendwie. Aber hängen diese beiden Fragen dieser offensichtlichen, naja, also dieses Zahlen, das Berechnen, das Bewerten in quantitativen Maßstäben gar nicht so in den Schnitt. Hängt das, also ist da nicht eine Verbindung zu dieser Selbstobjektivierung, weil denn dieses Wort der Objektivierung damit doch gleichzeitig in Frage gezogen wird, in Zweifel gezogen wird. Nicht? Also das ist doch. Ich überlege gerade, was ist Selbstobjektivierung, wenn man es jetzt jemandem erklären Ja, müsste? dass man sich selbst zum Gegenstand macht. Genau. Ja. Na, und das, Und Subjektivierung? das, das, also dass der, das, dass das Selbst halt, also dass das Selbst der Antrieb darstellt, ne? Sich selbst zum Gegenstand zu machen, macht einen ja auch zum Gegenstand, also das ist ja zum Gegenstand wessen? Also dann kommt der Antrieb von draußen, die Zwecksetzung Also ich selbst. würde es eher so definieren, sich zum Gegenstand machen, ist als eine Distanz zu sich aufbauen. Ja, genau, aber die Zwecksetzung kommt dann von außen, während es die Subjekt, also das Subjekt ja die Zwecksetzung selber darstellt, ne? Also Ja, okay, da vollzieht. sind wir wie bei Simmel, der ja sagt, so dieses Subjektivierte, also dieses, bevor alles objektiviert wurde, der Mensch, sage ich mal, ist völlig unsoziologisch, aber der Mensch. Als er noch subjektiv war, war er ein willensgesteuertes Wesen. Und mit der Objektivierung, mit dem Intellekt, geht der Wille dann quasi verloren und es wird nur noch nach, naja, nach was wird? Also nach Logik. Wird dann Ja, nach alternativloser. Logik braucht ja einen Gegenstand. Logik ist ja kein, das gibt ja keine Ziele vor Logik, ne? Ja, ich glaube, also Das ist ja das ist immer das gleiche Problem auch das mit dem schreibe Begriff ich der jetzt auf. Rationalisierung, weil Rationalisierung, ja, rational, weil es gibt keine rationalen Ziele, ne? Es gibt halt einen rationalen Weg dorthin, aber Ja, nicht, das dass ich Ziel jetzt ist ja Quatsch nicht geredet habe. rational. Simmel sagt tatsächlich, dass der Intellekt an sich auch einen Willen benötigt und dass die sich irren, die meinen, dass
der Egoismus zum Beispiel einfach aus einer Logik und aus einer rationalen Haltung heraus entsteht, obgleich das eine Korrelation gibt, ist es nicht so, dass Egoismus zwangsläufig aus der Rationalität führt, sondern der Egoismus ist eine Willensentscheidung, die Rationalität und den Intellekt dafür zu verwenden. Und das liegt halt nah beieinander. Er sieht diese Korrelation, aber er begründet sie dann doch ein bisschen anders, nicht aus der Zwangsläufigkeit. Ja. Ich möchte noch mal, René, an deinen Punkt anschließen. Mit der Rationalisierung. Dass es ein Kulturgut ist, dass wir so rational und objektiv sind und kalkulieren, rechnen in dem Maße, wie wir das jetzt tun. Und das kann, das ist dadurch begünstigt, wenn ich, so wie ich Simmel lese, dass wir eine Geldkultur haben. Das begünstigt das und stärkt das auch, dass wir dieses Kulturmuster, das Zählens, Abwiegens ständig aufrechterhalten auf einem so hohen Niveau. Ja, begünstigt oder ist es nicht der Ursprung? Die Geldkultur ist der Ursprung dafür oder? Der Berechnung, der allumfassenden Objektivierung und Berechnung. Da müsste man wirklich noch tatsächlich dann die anderen Texte rannehmen, weil wir haben jetzt tatsächlich die Philosophie des Geldes und er entwickelt ja dann auch gerade mit seinen, er ist ja auch der Vater der Stadtsoziologie, der Gründungsvater quasi, und da bringt er ja nochmal auch andere Punkte mit rein, die es begünstigen. Tatsächlich das Stadtleben, einfach weil es so laut und so dynamisch ist, muss der Mensch eine gewisse Schutzschicht erstellen und wird tolerant gegenüber anderen Menschen, aber aus Desinteresse. Er muss quasi er wird ein Ignorant und das hängt und da, das begünstigt auch wieder den Intellektuellen, der aus der Stadt kommt. Da müsste man ihn wirklich dann, also die ganzen Essays und so, die er schreibt, die müsste man dann nebeneinander legen. Und also, vermute auch, dass hier so ein Kausalitätskonstrukt gar nicht so passend ist in dem Sinne von Ursache-Wirkung, sondern dass hier eher so diese Frage ist, wie sich Dinge gegenseitig hochschaukeln, immer wieder den Ball zurückspielen, vielleicht spiralförmig werden. Ja, genau. Wenn wir das Wort Dialektik sagen, kommt gleich der Thomas wieder und sagt, oh, da habe ich doch was gehört bei Marx. Aber, Religion. Ja, genau. Weil ganz wichtiger Punkt. Weil das ist ja, und das ist jetzt auch, da wollte ich auch noch hin, weil, wenn wir jetzt halt bei dieser, bei dieser ganzen Objektivierungsspule sind, wenn man so will, oder oder diese Objektivierungsspirale und in dem Zuge dieser allumfassenden Objektivierung die Menschen selber zum Objekt ihrer Kalkulationen werden und dann halt auch diese Selbstoptimierung und so weiter vornehmen. Ja. Weil die Frage ist dann ja, wo kommen die Zwecke her? Also eine Optimierung ist ja auch ein hohler Begriff, nicht wahr? Weil es ist ja auch mal die Frage, Optimierung. Die Optimierung, wofür denn? Ne? Also, ja, aber das ist man ja. Kann ja nicht, man kann das ja nicht zweckfrei optimieren. Und das ist ja der wichtigste Punkt, dass das Geld zum Selbstzweck wird, dass wir die Zwecke verlieren und das Geld wird der. Oder wolltest du darauf hinaus? Offensichtlich wollte ich darauf hinaus, Okay, dann ich weiß nicht, wo das herkommt, die Zwecke. Thomas, sag mal. Nee, mach weiter. Es ist schön, dass du jetzt auf meine Frage vom Anfang antwortest. Vom Anfang vor vier Folgen oder so. Nee, von Anfang dieser Folge. So. Okay. Genau. Da war ich ja noch einen Kuli suchen. Genau, wo kommen halt so, das ist ja dann halt die Frage, ne? Also wenn die Zwecke von außen kommen und jeder, also wenn die Menschen allgemein sich objektivieren, ja, wo kommen denn die verdammten Zwecke her, weil es kein Subjekt mehr gibt, das sie setzt, das halt selbst in sich Zweck ist irgendwie, das aus sich selbst heraus einen Zweck schöpft. Also es gibt ja, das hatten wir in der ersten Folge, es gibt den einen Punkt, dass die Befriedigung durch
Entwöhnung verloren geht, des Endzwecks. Also du kaufst dir etwas, um dich damit gut zu fühlen, aber inzwischen durch die Objektivierung und durch den ganzen Geld, durch die Geld- und Produktionsketten, die wir haben, kaufst du dir unter Umständen etwas, um damit dir etwas, ein Mittel zu erwerben, um damit wieder ein anderes Mittel zu bekommen, um dann irgendwann den Endzweck zu bekommen. Also, Und dadurch entwöhnst du dich von der Befriedigung und das Geld wird selbst, zum Zweck. ne, das Geld wird zum Zweck, wird vom Mittel zum Zweck. Und das ist halt das, was er für die Moderne konstatiert. Das Geld wird zum Selbstzweck und verdrängt die anderen Lebenszwecke. Ja. Also dann wird im Prinzip die Zwe also die diese Zwecksetzung entwickelt sich dann aus dieser Eigendynamik, die da in Gang gesetzt wird durch die Ja, Objektivierung. und deshalb sagt er ja auch, Geld wird die Ersatzreligion, weil wir haben dieses abstrakte Wesen, was alle Lebensbereiche durchdringt, was wir anbeten und dem wir dienen. Und da kann man nicht mehr unterscheiden, ist das nun Gott oder ist das Geld, weil das trifft, ist ja der Mensch der Formen und nicht der Inhalte. Also Soziologie war für ihn ja immer die Untersuchung der Form, unabhängig von den Inhalten. Und da siehst du die Struktur, ne? Abstraktes Wesen, Lebensbereiche werden alle durchdrungen, anbeten, dienen. Zack, Geld ist Gott. Der Mammon. Und da, wenn wir früher aus der Religion unsere Zwecke geschöpft haben, als Urwesen sozusagen, hat sich daran ja gar nichts geändert. Nur, dass wir halt die Religion gegen Gott ausgetauscht haben. Und Ja. da könnte man sich fragen, ist also Religion tatsächlich. Wie viel, es gibt ja Leute, die sagen, wir brauchen sie nicht. Und da könnte man sagen, brauchen wir sie wirklich nicht? Oder ihr, die ja sagt, wir brauchen sie nicht, strickt ihr es nur so geschickt um, dass es nicht mehr Religion heißt? Weil eigentlich haben wir dieselben Strukturen mit dem Geld immer noch. Und du siehst ja die Wirtschaftswissenschaft, du siehst ja der Markt, wenn du die Börse anmachst, der Markt sagt, der Markt schwankt, um Gottes Willen. Das ist so wie der zornige Zeus hat Blitze auf die Welt geschleudert und alle erzittern. Ja, Und dabei ist alles selbst gemacht, was darauf folgt. Das ist ja nicht naturgesetzlich, dass plötzlich alles zusammenbricht, sondern es Ja. bricht zusammen, weil sie Angst haben, dass alles zusammenbrechen könnte. Das Ja. sind alles religiöse Verhaltensweisen. Absolut. Aber ich glaube, Dominik hat jetzt schon diverse Male angesetzt, was zu sagen. Oh, das ist gut, wir haben einen guten Moderator. Ja, mir ist es nur jetzt in der Tat, ach nee, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Du hattest gefragt, Selbstoptimierung oder Optimierung, was da eben dahinter steckt, wenn eben diese Zwecke alle verloren gehen. Ich denke, zum Teil hilft uns dann ja Simmel auch einfach nicht mehr weiter. Das hört ja dann irgendwo auf, da ist jetzt Blasphemie, irgendwie, ich schalte genau, aus. Okay. steinigt ihn. Ja. Genau, und Simmel hilft immer weiter. Da würde ich ja, jetzt. also ich denke einmal klar, Selbstoptimierung würde vielleicht bei sich Simmel, über Simmel noch damit erklären lassen, im Sinne, dass man noch rationaler wird oder sowas, dass man sich in diese Richtung optimiert. Und diese Selbstoptimierung, die du angesprochen hast, ich denke da eben als Gesundheitswissenschaftler auch gerade an mehr Gesundheit. So, das ist Ja. ja für viele ein Thema, sich in diese Richtung zu optimieren, mehr Fitness, also sämtliche Dimensionen von Gesundheit. Und das wird, wenn ich jetzt mal aus der Lebensstiltheorie argumentiere, kommt es eben daher, dass es eben sich doch wieder eben nach ständischer Kultur Menschen durchsetzen und Sachen also erheben, dem eine besondere Bedeutung, eine besondere Ehre ansehen, zuzuweisen, die eben gar nicht rational ist, die irrational ist. Und das sind dann diese Punkte, nach denen wir uns ausrichten, die werden dann auch manchmal zum Selbstzweck, wie eben Gesundheit. Es gibt Menschen, für die wird Gesundheit und gesunde Lebensführung zum Selbstzweck. Ja, also für die Menschen vielleicht, aber fürs System ist der Zweck der Selbstoptimierung der Menschen, das System
zu stabilisieren, indem sie ihre Arbeitskräfte erhalten, um sie als Arbeitskraft weiterhin zur Verfügung stellen. Beziehungsweise, wenn man das denn so ein bisschen in vielleicht so in einem Simmelschen Jargon, den ich jetzt hier versuche, aus dem Gespräch herauszudestillieren, dass sie ihren objektiven Wert erhöhen. Ne? Ich meine, wenn man gesund ist, dann ist man leistungsfähiger, dann fällt man nicht oft aus wegen Krankheiten und so weiter. Also es ist ja, der objektive Wert, der ja nur, der im Prinzip in Geld gewessen wird, dann in Einkommen, dass der dadurch erhöht wird. Ich meine, es ist halt sowieso schwierig, weil man merkt dann auch in dieser Formulierung, dass das im Prinzip ja auch leer läuft, dass man sagt, der objektive Wert, das ist das höhere Einkommen. Und das höhere Einkommen, das ist, wenn man objektiv mehr wert ist. Ne? Das ist halt eine Tautologie, diese ganze, und beantwortet eigentlich gar nicht die Frage, wie hohe Einkommen und so weiter zustande kommen. Aber die Frage, ich finde die interessant, trotzdem nochmal drüber nachzudenken ein bisschen. Also werden wir zunehmend, also macht sich eine zunehmende Irrationalität jetzt breit, die Simmel bei sich noch nicht, also bei sich in seiner Zeit. Ich stelle mir gerade einen Soziologen vor, deshalb, ich beobachte bei mir eine zunehmende Irrationalität. Also in seiner Zeit festgestellt. Ist das vielleicht die Wende in dem Ganzen halt, so dass durch diese umfassende, also wenn wir bleiben ja immer in Simmels Theorie irgendwie, dass durch diese immer weiter treibende Objektivierung, dass sie auf eine, oder durch diese weiter treibende Rationalisierung, dass die in einer völligen Irrationalisierung hinausläuft, weil eben das dann darin umschlägt, dass es zu einer Selbstobjektivierung kommt und so weiter, dass die Zwecke auf einmal, die Zwecke werden losgelöst von irgendwas, was noch Zwecke setzen kann. Und dass das Resultat daraus, dass einfach willkürlich irgendwie die Zwecke aufploppen. Sie werden auch nicht von einer Person gesetzt, sondern sie entstehen einfach da. Also das wird dann halt in der Vogelschau, die man dann vielleicht die Kursanalyse von irgendwelchen Aktienmärkten nennt, halt werden versucht zu deuten, was das Geld von einem verlangt, damit es denn zu einem kommt. Was der Markt will. Ja. Ne? Also ich würde argumentieren, wir gehen nicht in so eine totale Irrationalität wieder rein, so wie ich das jetzt gerade bei dir verstanden habe, sondern eher vorherige Zeit europäischer, also Feudalismus, sage ich mal, das war extrem irrational im Vergleich zu dieser Zeit um 1900. So. Und da haben halt Gemeinschaften Dinge durchgedrückt per Macht und alle anderen haben sich gefügt und alle anderen haben sich auch damit abgefunden, dass das irrational war. Man hat es das gar nicht rationalisiert. Und er beschreibt jetzt hier eben eine neue Tendenz, nur es ist nie dahin gekommen, dass es vollkommen rational wurde. Und das ist es eben heute auch nicht. Es sind immer Bestrebungen da, es gibt immer Interessensgruppen, die probieren, die Systeme zu manipulieren, dass es irrational wird und zwar so, dass sie davon profitieren. Und, aber ist das nicht Rat? Aber das ist doch höchstem Maße Rat. Also wohin soll denn sonst eine völlig von wenn man jetzt entweder Personen sagt oder Gruppen sagt oder so, wohin soll denn eine Rationalität führen, wenn da nicht irgendwo ein Zweck mal gesetzt wird? Na, also die Rationalität, die kann ja nicht, sage ich mal, als Perpetuum mobile, kann die ja nicht die ganze Zeit weiterlaufen, weil sie muss ja irgendwo hinführen. Die Rationalität kann sich ja nicht ihr eigenes Ziel bestimmen. Also ich sehe das so. Die Mächtigen verfügen über die Rationalität, die mächtigen Akteure. Und der kleine Mann wird zur Irrationalität angehalten. Der kleine Mensch. Der kleine und stabilisiert Mensch. Dadurch die Mächtigen. Und jetzt muss man überlegen, wenn wir Simmel retten wollen, dann kann man so argumentieren, dass man sagt, die Mächtigen sind aber letztlich das Entscheidende. Und die geben den Ton vor und die Irrationalitäten des kleinen Mannes, der auf Werbebotschaften einführt, die sind das Ergebnis der rationalen Abwägung von psychologischen Erkenntnissen der Mächtigen.
Naja. Darüber so wird die Irrationalität zum Ergebnis der Rationalität. Darüber müssen wir uns tatsächlich Gedanken machen und dazu haben wir auch viel Zeit, denn die halbe Stunde ist beendet. Schon wieder? Ja, die, das ist sie. Und, so eine halbe Stunde ist immer um, irgendwann. Das ist furchtbar. Das ist schlimm. Das ist alternativlose, Totalität der Zeit. Ich habe mich auch letztens irgendwie in einem Meeting hat immer jemand gefragt, wieso ist denn die Stunde schon wieder um? Und das ist eine Frage, die treibt mich, also da eine Antwort drauf zu finden, treibt mich bis heute um. Mhm. Und das könnte man auch, wieso ist die halbe Stunde schon wieder um? Die halbe Stunde ist um, weil Moderator sagt, so ist es. Okay, das muss dir als Erklärung reichen. Und das immer, das würde Simmel ablehnen, das ist nicht rational. Ja. Aber ich werde mich dann nochmal mit Simmel ins Vernehmen setzen diesbezüglich. Und bis dahin dann ein schönes Leben. Tschüss. Tschüss.